Da steht er, das Flaggschiff von Carve, Modelljahr 2022. Er hat eine Frontküche, er hat ein Heckbad. Ja, das stimmt auch. Ein Heckbad. Der Peter ist nämlich bei mir mal wieder, der Peter Flanderen. Und wir sind auf dem wunderschönen Stand von Carve und er ist mal wieder umlagert. Die Shenandoah hat den Wagen vor uns mal wieder geblockt. Und du warst eben mal ganz kurz in der Küche drin. Das ist Ausblick nach draußen. So, so toll, oder? Die beste Küche, die ich bis jetzt gesehen habe. Ehrlich, definitiv, oder? Ja. So, die werden wir euch gleich mal zeigen. Es ist der Imperial 780 TDL FK. Kings FK, lustig, King Size. King Size Frontküche. 2,50 Meter Breite? 2,50 Meter Breite. So, King Size ist 2,50, gell, bei ja. euch? Ja. So, ich zeig's mal gerade. Der allein dieser Kederrahmen, der hier drin ist, der ist so genial integriert. Mhm. Guck mal hier, wie der hier drin ist, dass du ihn gar nicht siehst eigentlich, nein. oder? Nein. Das haben meine Kollegen in Schweden ganz gut gemacht. So, überall hast du Kederrahmen, weil es kann ja natürlich sein, dass du hier eine Thermomatte drauf machen musst, wenn es minus 50 Grad sind. Die Wagen sind ja schon mal, ja. ich sag mal, in extremsten Bedingungen unterwegs. Ja. Das können die. Und da kann man natürlich auch nochmal gegen Schnee, gegen Eis und so weiter. Ja, also wenn auch wenn ein Wohnwagen feststeht auf dem Campingplatz und es gibt viel Schnee, dann ist es ganz wichtig, einen Wintertag zu bauen, weil ein Kabel ist stark, aber wenn es viel Schnee gibt und das wird dann am Ende auch Eis sein und bestimmt dieses Eis ist so schwer, das hält das Dach nicht und dann ist ein Winterdach wirklich unbedingt, muss man das haben. Das ist wichtig, wenn er feststeht. Ja. Ihr habt viele Skigebiete in Schweden, muss man sagen, ja. und die Leute stehen oft mit den Carve auf Ski-Campingplätzen, oder? Ja, ja, bestimmt. Also wir haben bestimmt in Skandinavien ganz viele Dauercamper. Bei uns in Deutschland und in Holland sind wir ein bisschen mehr unterwegs. Und das ist auch der Grund, dass man in Schweden ganz, ganz viele große Fahrzeuge verkauft. Aber ja. auch hier, 780 wird auch in Deutschland ganz viel verkauft. Dual Control. Leckindikator. ATC. Wir haben dort ja. Gasanschluss für deinen Grill. Das geht hier durch den Boden. Es ist ganz einfach, hier den Schlauch durchzunehmen. Dann siehst du hier ein Loch. Das okay. Ganze ist natürlich auch offen. Das muss ja offen sein hier ja, im Gasfach. Ja, ja. Trotzdem ist es ein bisschen isoliert. Und beleuchtet. Und du hast hier drin das Hammerschlagblech. Ja, dann siehst du die alte Konstruktion. Das haben wir nicht geändert in diese 10. Jahren, weil wir haben gesagt, das ist eine super Konstruktion. Das werden wir nicht ändern. Das müssen wir haben. Und alles, was du siehst, was GFK ist, ist nur Optik. Ist nur Optik. So, ja. du hast den Wandaufbau ja mal besprochen. Das sieht man hier vorne. Da ist hier ein Modell. Und da ist es schön zu sehen eigentlich, oder? Ja, und was, ja, ich kann hier eine Stunde lang überreden, werde ich jetzt nicht machen, aber besondere Sache ist natürlich die Fußbodenheizung mit vier Rohren. Wir haben diese super Isolierung. Aber auch so eine Sache, dass ganz viele Kunden sagen, hä, hier bei Carve ein Holzboden? Ja, Holzboden, weil wir haben 62 Jahre Erfahrung. Es ist ganz wichtig, dass es belüftet sind. Und wir haben in unserem Test gesehen, dass GFK-Boden, das ist schön, das ist gute Werbung, aber auf längere Zeit Rissen und Rissen ist undicht. Hier haben wir Blech auf beide Seiten, wir haben diesen Teppich wegen der Feuchtigkeit, Konvektoren abgeschrägt, sodass die wärme Luft wird gut zirkuliert. Das warmes Wasser ist das, gell? Warmes Wasser, ganz genau. Mhm. Oberschrank, du siehst, unsere Kunden können da dort die Sache reinlegen, aber es gibt immer eine Spalte, sodass die zirkuliert. Blech vom Dach, eigentlich gleiche Sandwich-Konstruktion. Alublech geht über den Seitenwand, ganz viel Butyl und dann wird es noch abgedichtet mit dieses geniales Profil. Also wenn ihr einen Schaden habt, also ihr stößt irgendwo an, bitte sofort zum Händler fahren, das ist ganz wichtig. Ja. Denn ansonsten Dichtigkeitsgarantie auch bei euch, wie viele Jahre? 7 Jahre. Gut. So, das sieht man also hier sehr, sehr schön. Das geht hier drüber, ist der noch x-fach verklebt mit allem drum und dran. Das ist da. Und was siehst du hier? Diese Kunststoffprofile, die auch ineinander greifen und die Konstruktion auch ganz, ganz stark macht. Seitenwände sind von der Seite geschraubt, nicht von unten. Mhm. Dann also, außen drauf ist der Teppich. Der hat natürlich auch nochmal eine schallisolierende Funktion. Das ist uns unerdämmt. Ja, die Akustik ist sehr gut. Aber am allerwichtigsten für uns ist, dass das Kondenswasser, wenn man in das Fahrzeug lebt, das wird hier aufgenommen und damit die Heizung geht das rund und dann am das Ende läuft raus. Nicht runter. Nein. Ja. Ja. Der Boden. Das Ganze ist hier nochmal, ich sag mal, mit einer Technik versehen, die sich so gar nicht so groß geändert hat im Laufe der Jahre. Nein, oder? Das ist schon 10. Jahren das Gleiche.
Und Kaber hat das wirklich sehr gut durchdacht und schon viele Jahre entwickelt. Wir kennen die Nachteile, wir kennen auch die Vorteile. Und solange wir damit rechnen, kennen wir bei Kaber kein Undichtigkeitsproblem. Gar nicht. Also wenn ihr natürlich einen Unfall habt, dann kann es passieren, dass da was reinläuft, wenn ein Loch drin ist, ist ja ganz klar. Aber ich sag mal, die meisten Leute fahren ja vorsichtig. Aber es kann ja immer mal passieren. Das heißt, also eine Seitenwand geht kaputt oder irgendwas. Ja, also wenn ein LKW reinfährt, ja, dann ist es natürlich komplett großer Schaden. Und da müssen wir ganz viele Sachen. Aber eine normale Delle oder eine kleine Beschädigung ist... Das ist harmlos. Harmlos, ja. So, das ist der Ski, das Skifach. Skifach, beleuchtet, geheizt, hier siehst du auch die Heizung wieder. Da ist die Heizung drüber. Das ist natürlich eine kalte Brücke, ist zusätzlich nochmal geheizt. Du kannst diese komplett rausziehen und wird hier auch unterstützt. So, das heißt Skier, da können aber auch zum Beispiel Schuhe, nasse Sachen oder egal was rein. Egal, was du willst. So haben wir diesen Platz sehr gut und effizient benutzt. Ja, hier ist Luxus pur drin. Wir gehen mal kurz zum Rum. Das hier ist das Innovation Design. Das habt ihr jetzt auch bei Wohnwagen eingeführt. Das heißt, das Ganze ist bedruckt und nicht ist beklebt. Bedruckt, ja. Hält ewig? Hält sehr lange. Ewig würde ich nicht sagen. Ja gut, aber ich sag mal so, Haltedauer von den Wohnwagen. Ihr wart ja früher so vom Design her ganz bieder, rot, ja, ungefähr so. Also das ist jetzt auch schon Innovation Design, aber ihr wart noch, sag ich mal, hinten das Heck war nicht so schön, oder? Ja, also ich kenne natürlich Kabe seit 2003 in diese Zeit, dann war das richtig, war gut, sehr gut, aber vom Geschmack her war das nicht so einfach zu verkaufen hier in Deutschland oder Holland. Ja, das war den Leuten in Schweden ziemlich egal, glaube ich. Ja. Die brauchen die Qualität, aber das Design spielt natürlich eine große Rolle. Natürlich, ja. Und das ist auch eine Menge Geld und dann willst du doch auch etwas Schönes haben. So, Shenandoah, du musst unbedingt hier den Eingang bewachen, denn wir müssen gleich mal rein. Es tut mir so leid, ich würde dich so gerne mitnehmen, aber ich kann dir eins sagen, das Heck ist das gleiche. Also das ist, da vorne kannst du es sehen, wir kommen gleich zu dir. Okay, sorry. Ja. Da ist sie. Und ja, hier auch eine kleine Besonderheit, das ist das Schlafzimmer, gehen wir gleich mal rein. Ihr habt einfach die Fenster quer gemacht. Ja, einfach quer gemacht, eine gute und effiziente Lösung und sieht doch auch sehr schön aus. Ich finde es total schön, das ist ganz anders. Wenn man reingeht, man kann auch richtig schön rausgucken. Ich weiß, dass bei vielen Leuten, die, ich sag mal so, aus dem fahrenden Bereich kommen, die also das ganze Jahr drin leben, die haben viele Fenster von oben nach unten. Das habt ihr also hier realisiert, weil man kann viel besser rausgucken. Und das ist das Heck. Schön, oder? Sehr schön, doch. Ja, Imperial, ganz groß drauf. Und dritte Bremseleuchte auch im Kabellogo. Und weil in Schweden ist es auch erlaubt, überall Camping zu machen. Das ist wegen der Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist hier ein schönes Geld. Und dann wirst du doch auch sagen, dann bist du doch stolz, dass du ein Kabel hast. Und das geht hier. Maximale Aufbaubreite 2,50. 2,50. Ja, diese Länge von dem? Ja, Aufbaulänge ist ungefähr 7,80 Meter und das wird Gesamtlänge so ungefähr 9,30 Meter sein. 9,30 Meter. So, wir gehen mal ganz kurz rein. Wie er hier steht, 91.000 Euro. Allerdings, wer sich auskennt, wir haben hier eine komplette Designerwohnung drin. Ja. Also die ist bereits schon eingerichtet. Die ist auf Rädern. Die ist bis minus 50 Grad benutzbar, minus 48 Grad und bis plus 48 Grad, sagt ihr immer. Ja. Und es können also hier 1 bis 2 Personen drin wohnen. Es gibt verschiedene Grundrisse. Ihr habt hier auch einen Familiengrundriss beim Langen? Ja, wir haben auch doppelt mit Stockbetten daneben. Wir haben so viele Grundrisse bekommen. Wir haben 212 verschiedene Grundrisse. Also da gibt es immer einen Grundriss, der Kunde passt. So, und das ist jetzt ein Grundriss mal für 1 bis 2 Personen. Da werden jetzt viele sagen, ja, 8 Meter und nur 2 Personen. Du gehst hier rein und sofort merkst du die Akustik hier drin. Ja. Draußen, hier drin ist gigantische Akustik, wie zu Hause. Wie zu Hause, ein fahrendes Haus. Ein fahrendes Haus. Bleib mal kurz dort. Genau, dass ich mal die Küche komplett draufkriege. Das ist wieder so der Aha-Effekt, wo die Leute wirklich von draußen reingucken. Aber es sind mehrere Dinge, glaube ich. Das ist schon mal das große Fenster, oder? Ja, also die Küche war noch nie an so einer tollen Stelle. Also mit Fenster und alles. Toller Ausblick dabei. Super. Ihr habt viele mit Frontküche oder mit Bugküche gehabt, ja. Ja, wir haben das, 4, 5 Jahre haben wir das eingeführt. Und das ist so gut angekommen. Wir haben so unglaublich viele verkauft, dass wir mittlerweile haben wir ganz viele Grundrisse mit dieser Frontküche. Ja, denn du kommst rein, die Küche an der richtigen Stelle. Ja. Das heißt hier, ich sag mal, viele haben ja den Kühlschrank dann am Eingang, aber du hast so viel Platz, du kannst dich hier drehen, sie stört gar nicht. Da oben auch die Neigung, die du oben hast, die tut gar nicht weh hier oben an der Stelle. Nein.
Im Gegenteil, sie ist optimal, weil sie hier über der Arbeitsplatte drüber ist. Dann hast du über Schränke, du hast den Kühlschrank so, dass du sogar vom Wohnbereich hier einfach öffnen kannst und kannst jetzt hier was rausnehmen. Ja. Sogar wenn du sitzt, kannst du das rausnehmen. Ja. Schöne Ambientebeleuchtung, Induktionsfeld, Backofen mit Grill, auch zweimal Gas natürlich, Mikrowelle. Mikrowelle. Und ja, das ist der Backofen, der muss natürlich da sein. Zwei, ja. Das eine ist, glaube ich, Ober- und Unterhitze. Und da kannst du es hier nochmal sehen. Überall Schränke, bitte hier auch mal öffnen. Mit den Rote rein. Dann habt ihr euch natürlich viele Gedanken gemacht. Die Fahrzeuge werden ja auch im Sommer benutzt, die da sind. Und ihr müsst ja irgendwie es schaffen, die Hitze da draußen zu lassen. Du hast Verdunklungssysteme auch beim Schrägen. Du kannst das hier natürlich nicht öffnen. Nein, das wird ein zu großes Risiko sein, dass wir Wassereintritt haben. Also so, aber das, unten, das machen wir nicht. Aber das geht auf, das funktioniert. Kannst auch ruckzuck. Da funktioniert es. Das ist kein Problem. Fliegengitter mit drin. So, und jetzt gib mal bitte in den Wohnbereich rein. Dann zeige ich noch mal ganz kurz hier die Arbeitsplatte, wo du auch an der Seite richtig noch Sachen abstellen kannst. Du hast eine richtig große Arbeitsplatte. Steckdosen, wo du das brauchst. Ihr habt natürlich, guck mal hier, Peter, ein Schneiderbrett von Ikea. made in Sweden. Ja, made in Sweden. Cool. Ja, oder in irgendwo auf der Welt. Ikea ist ja mittlerweile überall auf der Welt unterwegs. Ich guck's mal gerade, hier vorne ist ein kleines Brettchen, kannst du rausnehmen. Das sind alles so richtig tolle Sachen. Es fühlt sich auch alles so... Ah, guck mal hier! Das ist ja krass. Das heißt, das ist ein Rondell, kannst du das drehen? Oh. Ist das neu, Peter? Nein, cool. Haben wir immer gehabt bei den Frontküchenmodellen. Bei der Frontküche? So, dass du den Raum auch unglaublich toll nutzen kannst. Ja. Platz für deine Flasche mit Wein. So, drunter hast du noch Schubladen. Das ist Bordbuch, was immer dabei ist, gell? Ja, das ist immer. So. Peter, ich koche jetzt mal für euch. Ihr setzt euch da mal bitte rein. Gerne. Das ist der Kompressor, oder? Das hier? Nein, das ist der Absorber. Der Absorber, ja. Toll. Steht im Moment auf Auto. Aber Kompressor geht auch, gleiche Größe. Der wird auch genauso aussehen. Sieht genau gleich aus. So, guck mal hier, die Shenandoah sitzt auf einem ganz besonderen Sitz. Das wäre mein Sitz, muss ich ehrlich sagen. Der ist einzeln. Du kannst die Beine ablegen. Dann hast du hier eine ganz große Sitzgruppe. Ist Leder ist echt, Peter? Das ist echtes Leder. Ja. Echtes Leder. Und du kannst auch ganz bequem nach vorne schieben. Ja. Und dann nochmal bitte, langsame Zeitlupe. Du kannst die Sitzfläche verlängern. Und ein bisschen mehr serienmäßig. Ihr habt ein tolles Soundsystem eingebaut, das ist ganz versteckt, ganz toll integriert. Ja, Subwoofer dabei. Subwoofer. Da ist übrigens DAB Plus, WDR Cosmo hört man hier. Dann haben wir Klimaanlage serienmäßig. Und was auch so eine tolle Geschichte ist, wir haben bei Kabe ganz viele Sonderwünsche. So haben wir letztes Jahr aus einer von meinen Märkten eine Kunde gehabt, die hat gesagt, diese Heike Deluxe mit dieser Beleuchtung von Heike ist ganz toll, aber ist natürlich eine andere Farbe, als was wir bei Kabe haben. Mhm. Das will ich nicht haben, ich will eine Lichtleiste mit Spots haben. Ja. Das haben wir gemacht gegen Aufpreis. Und dann haben wir im Werk gesehen, hey, das sieht eigentlich gut aus. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, für 2022 wird das serienmäßig sein. Okay. Und das sind tolle Sachen. Das ist auch ganz wichtig, dass eure Kunden euch Feedback geben, aber auch die Händler geben euch Feedback. Ja, natürlich. Und das sind auch unsere Kunden. Und die Händler benutzen ja die Fahrzeuge auch. Das sind Profis, die sagen euch dann, dass da können wir vielleicht ein bisschen anders machen. Wir selbst auch. Bei Kabe machen wir auch selbst Camping, ganz wichtig. Aber natürlich, mit solchen Sonderwünschen, davon lernen wir ganz viel. Und das macht auch Kabel besonders. Warte, ich zeig's mal, hier vorne ist noch ein großer Verstärker mit drin. Amplifier. Dann hast du hier noch ein Schränkchen. Also das fühlt sich an wie zu Hause. Und wenn ich mich jetzt mal hier rein begebe, so in die Sitzgruppe, das ist ja hier eine riesen Rundsitzgruppe, ich zeig euch da mal gerade. Das ist natürlich Gemütlichkeit pur, weil es findet ja doch so nach dem Ski doch einiges drinnen statt bei Kabe. Ja. Oder wenn du vom Strand zurückkommst, in Kroatien. In Kroatien. Ja. Und hier die Aufbaubreite ist natürlich herrlich. Ja. Und jetzt ist es ein bisschen schmutzig geworden wegen Sand vom Strand. Und dann mache ich einfach mal hier den Staubsauger an. Mhm.
gehe ich hier mal Staubsaugen. Der Dometic Zentralstaubsauger. Warte mal, ich guck mal gerade. Also das heißt, du hast einen Zentralstaubsauger hier drunter. Ja. Das ist natürlich kein Luxus, sondern wirklich Notwendigkeit. Ansonsten hättest du so einen Dyson hier rumstehen. Der wird nur im Weg stehen, der da ist fest. Ja. Dann die Schränke, das ist natürlich beim Wohnwagen purer Luxus. Alles ist barrierefrei, das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Da haben viele Leute reflektiert, haben gesagt, okay, stimmt. Das heißt, du kannst also hier, ich sag mal, eben dich bewegen. Du hast keine Stufe in dem Kabel, nee. Wohnwagen. Ja. Trockenschrank, ne? Trockenschrank. Weil da unten siehst du die Heizung. Das ist die alte 3020. 3030. Nein, 3020 noch. Okay. Aber ich weiß, dass wir bei den neuen Modellen, das hier ist ein Modell für auf der Messe, wir werden 3030, wenn wir benutzen. Wo ist da der Unterschied? Bessere Leistung und effizienter. Mhm. So, und das ist. Hi! Hallo. Ist das schön hier drin? Ist was ganz anderes, gell? Ja, es fühlt sich an. Ich gebe ihn gleich wieder frei, ihr könnt gleich mal reingucken. Schön ist die Küche vorne, müsst ihr mal gucken. Ja. Peter, die Fenster waren offen. Die Leute, die ganze Zeit hier reingucken. Das ist das Mittelbett, ein Queensbett in der Mitte. Ja. Das ist natürlich elektrisch. Das ist was Besonderes. Klär mich auf. Ja, wenn es draußen kalt ist und du hast die Heizung an, auch nachts, dann ist es auch schön, ein bisschen mehr frische Luft zu haben. Und das geht hier mit dieser Ventilationsklappe. Trotzdem ist abgeschlossen. Das bedeutet, also die Versicherung würde bezahlen, wenn einer einbricht, da kommt auch keiner rein. Nein. Du musst kein Fenster öffnen. Nein, du brauchst kein Fenster zu öffnen. So, die Fenster sind aber auch so klein, dass man zunächst bei dem Fenster nicht reinkommt. Aber das Problem haben wir ja in Schweden nicht. Stimmt, da kommen ja. Und wir sind im Imperial, der hat auch serienmäßig eine Alarmanlage. Alarmanlage. Und du hast natürlich dieses Bewegungsfenster von der Zeltleuchte. So, wir machen mal eins, die Shenandoah, die knallt sich mal drauf. Und dann siehst du richtig, wie gemütlich das Ganze ist hier drauf. Und das ist ja mal ein Bett, oder? Und das ist jetzt im Moment in Lümmelposition, wie man so sagt, ja, auf Deutsch. Und jetzt mal bitte runterfahren. Guck mal hier. Ja, runterfahren heißt elektrisch. Sag mal, auf wie vielen Betten warst du jetzt in den 10 Tagen? Ich war noch nie auf so vielen verschiedenen, das auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich hab auch nicht du wirst irgendwann mal reduziert in deiner Rolle. Dann heißt es ja nur noch, Achtung, Klappe und Shenandoah bitte aufs Bett. Wieso? Ist doch super. Tolle Rolle. Tolle Rolle, aber es ist wirklich gemütlich, oder? Ja. Die ganzen Betten sind so toll und das ist auch super. Wir haben jetzt alles gesehen. Wir haben Wohnwagen gesehen für 10.000 Euro. Wir haben jetzt hier, ich glaube, wir liegen hier bei 90 oder so. Ja, 85. Das ist so. Ja. 85. Ist alles dabei, die Auflagen? Ja, ist alles dabei. Komplett. Die Kissen auch? Die Kissen, alles, ja. So, und dann natürlich ganz wichtig, wenn du dann irgendwie mal aufs Klo musst abends, direkt daneben ist deine Toilette. Du bist jetzt 24, jetzt stell dir mal vor, du bist 94. Dann kannst du einfach aufstehen, denn man kann ganz bequem, Peter, wenn du mal gerade zeigst, den Einstieg, wenn du mal rückwärts gehst, also den Popo mal drehst zum Bett, Popo zum Bett drehen, genau, und dich einfach mal fallen lässt, dann siehst du, das ist wie zu Hause einsteigen, oder? Ja, natürlich. Einfach fallen lassen. Nicht irgendwie hochklettern oder irgendwas. Du kommst von allen Seiten dran. Jetzt weiß ich, warum das hier ein Grundriss ist für 1 bis 2 Personen. Ja. Also das ist, da muss man fairerweise sagen, das kann man zwar umbauen, wenn das Enkelchen mal kommt, aber das ist ein Notbett. Ja. So, und dann gehen wir hinten rein. Das ist richtig genial, das Heckbad. Ja, das haben wir letztes Jahr erneut mit einer neuen Duschkabine, haben wir natürlich für dieses Jahr behalten, weil das so gut gefallen ist. So, neue Guschka, die ist übrigens sicher. Achso, einfach ziehen. Einfach ziehen. Achso, das ist. Ja, alle Richtungen, nur nicht ziehen. Alle Richtungen, nur nicht ziehen. Super. So, ich gehe mal kurz dahin. Das ist Plexiglas, sieht aber aus wie Echtglas. Das ist Plexiglas. Ja. Ja. Boah, ist die riesig. Und sie steht jetzt am Rost, das heißt, man kann es noch runterlassen. Man kann es noch rausnehmen, dann gibt es noch mal ein bisschen Platz. So, wenn du mal gerade mal oben machst mit der Hand, da ist jetzt im Moment eine Stange drin, die würde bei dir gehen. Ja, die Stange für nasse Kleidung kannst du natürlich auch wegnehmen. Es gibt einen Ventilator in der Duschkabine. Musikbox. Ja, es gibt eine Box drin, das ist ganz wichtig.
ein Lautsprecher, der ist wasserdicht. Das ist der Ventilator. Das ist der Ventilator. Ne, sieht doch aus wie ein Lautsprecher. Ja, aber es ist dein Ventilator. Ja, ich glaub's ja. Der muss immer recht haben, der Peter. So. Ich sag eine Box, nö, ist ein Ventilator. So, das Waschbecken zentral. Das ist hier geteilt, ja. Du siehst hier auf beide Seiten eine Schublade und dann hier unten noch mehr Stauraum. Und Doppelboden, das ist so typisch Kabel, sodass wir die Umluft haben, die Zirkulation von der Luft, ganz wichtig. So, und überall hast du Heizkörper. Ihr habt die meisten ja versteckt, überall Zirkulation. Ja. Wichtig ist, die Staunässe muss ja raus, wenn es irgendwo drin ist. Ja. Keine Chance. Ja, und der Unterschied mit Kabel, mit anderen Marken ist natürlich auch, dass wir haben das Fahrgestell, wir haben den Boden und dann schon die Heizung. Und wir haben das Fahrzeug um die Heizung gebaut. Und bei allen anderen ist es ein schöner Wohnwagen oder Reisemobil und dann schiebt man eine alte Heizung rein. Aber dann ist es natürlich noch nicht das gleiche als bei Kabel. Ich komme mich besuchen. Ich komme nach Schweden und erfinde mir das Ganze mal, wenn ich hier diese Messe verdaut habe. Wenn du mal kurz rauskommst bitte und die Tür mal auflässt, lass sie ruhig mal auf, dann kann ich da nämlich mal reingehen. Okay. Ich filme mal ganz kurz die Dusche noch mal im Detail. Da ist sie. Dusche und jetzt bin ich hier mal drin und filme jetzt mal raus und dann kann man mal die ganze Größe sehen hier von dem Badezimmer. Peter, wenn du mal gerade aufs Klo dich mal setzt, bitte. Achso, ich kann auch. Oder du auch, ja. Genau. Ihr seid ja vollkommen identisch groß, das ist total cool. 1,75. Also du hast hier wirklich viel Platz und dann mal gerade mal zumachst hier die Tür. Heißt, wenn du eine Ruhe haben willst, willst deine Theaterschminke auftragen. Die HD-Schminke, dann kannst du das machen. So, da ist noch ein kleines Schränkchen. Mach mal. Was kann das? Klein. Oh, mal gucken. Vor allem klein. So, und der Heizkörper, der innen drin ist. Und der Peter hat schon gesagt, also auf Wunsch eine Cinderella. Ah, ja. Mach mal bitte auf. Stimmt das, Peter? Gibt es hier eine Cinderella auf Wunsch? Auf Wunsch, ja. Gegen Aufpreis haben wir Cinderella-Toilette. Verbrennungstoilette. Das heißt, nie wieder irgendwelche Fäkalien schleppen zum Dingsbums. Ewige Freiheit, nix. Du machst Pipi, alles rein. Alles rein. Ich habe gestern gelernt, dass der Verbrauch, fast jeder Kunde fragt, was ist Verbrauch vom Gas mit dieser Verbrennungstoilette, ist ungefähr 150 Gramm. Und das bedeutet, dass wenn du eine Gasflasche hast von 11 Kilo und du würdest nur die Toilette benutzen und nicht die Heizung natürlich, dann kannst du zwischen 70 und 100 Mal die Toilette benutzen. Ja, dann war die Flasche leer. Ja. Ja. So, ich zeig noch was ganz Besonderes. Das hier ist ein Belüftungssystem, das wird uns der Peter jetzt mal erklären. Ja. Denn von unten kommt Frischluft zu und die kann man hier einstellen. Ja, und die Geschichte ist so, dass wir von unserem Lieferant Dometic damals die neue Fenster bekommen haben. Naja, bekommen. Wir haben uns gezeigt, dass es neue Fenster gab und die dichten sehr gut ab. Wir haben, wie immer, haben wir die Fahrzeuge getestet und haben wir gemerkt, dass wir zu wenig Umluft hätten. Und dann haben wir erst gesagt, okay, wir brauchen eine gute Lösung. Das ist dieses Vario-Fan, was wir nennen. Das ist immer im Schlafbereich und auch vorne in der Sitzgruppe. Und dann kannst du das einregeln. Und dann haben wir die Lösung gefunden und haben wir die neue Fenster benutzt. Den großen Kamineffekt, das ist nämlich wichtig, die Fenster werden immer dichter und das merkst du denn, das Raumklima ist dann schlechter. Hier vorne hättest du ja dann einen Anschluss an den Fernseher, den könnte man hier hinbauen. Ja, schon verstärkt. Schon verstärkt. Ja. Das ist nochmal ein Schrank. Das ist noch ein Schrank. Ganz großer Schrank, du kannst auch diese Regale wegnehmen und dann hast du wieder einen ganz großen Kleiderschrank, wo du deine Kleidung hängen kannst. So, dann Peter, du darfst dich noch mal bitte in die Sitzgruppe setzen. Und du mal auch bitte, Shenandoah, vielleicht mal neben dem Peter, dass ihr euch mal ein bisschen vereinzelt. Ihr seid meine Statisten jetzt. Ich setze mich jetzt mal aufs Bett und schaue jetzt mal die Blickachse mal zu euch, wie schön das Ganze aussieht. Und jetzt gehe ich mal ganz langsam nach vorne. Nee, vorher gehe ich mal zurück. Bleibt mal sitzen. Ich komme jetzt aus dem Bad raus. Warte, ich zeige euch das mal, dass ihr das mal seht. Blicke jetzt zu meiner neuen Familie. Das Kind Shenandoah, der Papa. Okay, wir sind zwei Papas diesmal, Peter. Du hast ja selbst zwei Kinder. Du fährst gerne campen? Ja, ich bin damit aufgewachsen. Ich war 9 Monate alt, das kann ich mir nicht erinnern, aber ich
war immer unterwegs auf dem Campingplatz. Ich bin sogar noch, das gibt diese tolle Geschichte, auf den Stockbetten gefallen, wenn ich 8 Jahre alt war. Du bist rausgefallen? Ja, und einfach weiter geschlafen. Meine Eltern haben mich nächsten Morgen gefunden, draußen. Tot? Nein. Weil dann ist sonst wärst du ja nicht hier. Genau. So, ich guck mal gerade. Und dann hast du gesagt, wahrscheinlich im Alter von 8 Jahren, ich werde Vertriebsleiter bei Kabel. Mit 8 Jahren, ja, so ungefähr. Was ist dein Gebiet als Vertriebsleiter? Was ist dein Gebiet, das deutschsprachige oder was? Also alles außer Skandinavien. Außer Skandinavien? Ja. Und so. Wir wachsen überall, auch in andere Länder. Du hast mittlerweile Kollegen, die dir helfen. Du packst es allein nicht mehr, ne? Nein, genau. Und ich bin sehr froh, dass ich die Kollegen habe. Meine Frau hilft auch dabei. Ist eine Familienfirma. Schön. Ja. Ich finde das klasse. Du bist unglaublich nahbar. Du bist auch richtig stolz, so gut Deutsch zu sprechen, hast du mir gesagt, ja. Oh, stolz, dass ich Deutsch spreche? Mein Deutsch ist super. Ist nicht so gut. Ist richtig gut. Doch ohne Witz, ja. Und das klingt so sanft. Ich habe ja schon eben schon gesagt, die meisten Frauen schlafen ja ein bei deiner Stimme. Und die sagen, nee, ich dachte, du wolltest sagen, dass ich so stolz bin auf Kabe. Und das ist wirklich ich hab, so. Ich habe einen Eintrag, den muss ich dir schicken, hat einer gesagt, wenn das Leben von Rudi Carrell mal verfilmt wird, dann sollst du die Synchronstimme sein. Okay. Ja. Okay. Toll. Nee, ehrlich, war ein Eintrag, ein Kommentar war da, dass es da ist. So, komm, wir haben auf zu schwadulieren. Da oben ist die Klimaanlage übrigens, die wir schon lange hätten anmachen müssen. Aber ist ein toller Wohnwagen. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, die wir schon gefilmt haben. Man muss sie sehen, sonst kann man es nicht erfahren. Ihr habt einen Händler in Grave. In Grave, in Holland. In Holland. Wir haben natürlich viel mehr Händler. Die haben alle ziemlich viele Fahrzeuge stehen, aber bei der Gräf. In Grave, da gibt es richtig viele. Gibt's richtig viele. Wie gesagt, ich würde immer empfehlen, den Händler in der Nähe zu finden. Und die haben wir mittlerweile. Da wir haben, glaube ich, einen tollen Job gemacht, dass wir nicht nur viele Händler haben, aber auch sehr gute Händler. Mhm. So, wir sind am Ende. Ich muss jetzt nochmal zum Andreas, ja, zu Karthago. Und dann fahren wir nach Hause. Also du fährst nach Hause, ich nehme mich noch das letzte Stück mit zur Aral-Tankstelle. Wo? Am Südring oder wo? Ja, ja. Dann ist Feierabend. War es eine schöne Messe für dich? So schön. Ja. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit. Sehr gerne. Danke. So. Sehr gerne. Boah, ich könnte jetzt hier noch eine Stunde klönen und so weiter, aber wenn jemand Kabel kauft, also guter Werterhalt, muss man sagen, du kriegst immer noch viel Geld für alte Kabel. Sicher. So. Und ich garantiere, der Kunde hat richtig die Erfahrung, was es ist, um Komfort zu haben. Ja. Das ist so. Ja, wir haben sie oft gezeigt, als ich auf der Messe war. Du Kabe habe ich nie verstanden. Habe ich gedacht, naja, das sind die ganz, ganz hässlichen Wohnwagen aus Schweden. Und dann habe ich geguckt, oh, das Heck war neu. Das sah schon mal gut aus. Und dann hast du mir erklärt, was dahinter steckt. Alterheizung, diese minus 50 Grad, die Verarbeitung, die Handarbeit, dieses Feeling, das Raumklima. Und ihr habt richtig irre Wohnwagen verkauft. Du hast mir erzählt, auf der ersten Messe habt ihr, glaube ich, 4 Wohnwagen verkauft oder 5. Und ganz wenig. Schweden hat das ein bisschen so mit der linken Hand immer gemacht in die Exportmärkten. Und dann hatte ich gedacht, okay, dann haben wir hier die Möglichkeiten. Und guck mal, wo wir jetzt sind. Mal. Jetzt ist er ähnlich vom Einkommen wahrscheinlich wie so Steve Jobs gewesen, ja, der früher, oder der Chef von irgendwie Microsoft. Wenn du jetzt so viele verkaufst, ihr habt irre verkauft hier auf der Messe, ja, oder? Ja, ist unglaublich. Unglaublich. Ja. Sehr schön. Peter, komm, wir machen Schluss. Ja, machen wir. Genug geschwafelt für Kabel. Also macht euch ein eigenes Bild. Guckt euch übrigens auch mal diese automatisierte Systeme an. Alles ist in einem Bedienfeld. Die Klimaanlage, die Dämmerung, das Dimmen, das Wasser, alles. Alles in einem einzelnen Bedienfeld. Gibt keine zwei. Sogar die Alderheizung ist hier mit drin. Und das ist auch wirklich eine Besonderheit auf dem Sektor. Und du hast mir erzählt, egal was dazukommt, ihr könnt sogar, ich sag mal, Adapter machen, dass man sogar Fremdgeräte anschließen kann, oder? Also wir haben das alles vorprogrammiert. Und wenn es dann noch mehr Zubehör gibt nachher, dann ist es einfach für den Händler zu aktivieren und funktioniert das auch über das Panel. Also zum Beispiel jetzt mal einfach mal ein Relais einschalten. Das würde gehen wahrscheinlich über das Panel, oder? Ja, also ja, theoretisch würde das gehen. Ja. Super. Komm, wir gehen raus. Und ich zeige was ganz Besonderes, nämlich, das ist uns noch ein Schrank. Habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir haben nämlich diesen Wohnwagen haben wir abgeschlossen. Normalerweise darfst du das nicht. Da kommen die Händler nämlich immer und poltern da gegen den Wagen, weil aber sie denken,
Weil sie denken, das Pärchen, du weißt... Oh nein. Nee, echt? Ist aber hier auf der Messe noch nie passiert. So, vielen Dank fürs Einschalten. Am Stand von Kabe der Imperial 780 TDL FK King Size Modelljahr 2022 zusammen mit Peter Flanderen. Und ich danke dir herzlich für die tolle Gelegenheit. Danke, immer schön. Bis zum nächsten Mal dann. Ich glaube, Januar, Februar filmen wir nochmal die ganz große Serie, jeden 22er. Ich bin gespannt. Tschüss. Ich auch, danke. Tschüss.